Vor einer Rekordkulisse haben die Bayern unter der Woche den FC Barcelona mit 3:1 in der Allianz Arena geschlagen. Gegen Leverkusen am verschneiten Campus steht nun zum letzten Mal in diesem Kalenderjahr der Liga-Alltag an. Aber auch den Alltag nehmen die Münchnerinnen in Weiß gut an. Vierte Minute, das ist Lina Makull mit der ersten Prüfung für Repol. Aber mehr als eine Prüfung ist es erstmal nicht. Trotzdem, erster Abschluss dieser Partie geht's an die Gastgeberinnen. Eine knappe Viertelstunde gespielt, die Bayern zu Beginn die dominantere Mannschaft und hier mit dem Eckball und der nächsten Chance, wie Gostottir. Aber die Münchnerin kriegt den Ball nicht aufs Tor, so muss Repol hier nicht eingreifen. Immerhin mal wieder etwas Gefahr in einer ansonsten recht ruhigen Anfangsphase. Noch fehlt es dieser Partie an klaren Torchancen. Die Bayern tun sich schwer gegen tiefstehende Gäste. Es läuft bereits die 29. Spielminute. Jetzt hat Stanway mal eine Idee. Chippt für Zadra. Ziel! Aber Repol bleibt stehen und entschärft. Starke Aktion von der Leverkusener Torhüterin. Aber die Bayern, die sind dran. Die wollen hier die Führung. Und nur eine Minute später sind die Münchnerinnen schon wieder da. Diesmal Zadra Ziel für Georgia Stanway. Traumtor. 1:0 für den FC Bayern. 30. Spielminute. Jetzt dürfen die Bayern jubeln. Alexander Strauß, der Coach, zufrieden. Und die Fans natürlich auch. Toll verarbeitet von Stanway. Schöne Bewegung, mit der die Europameisterin sich den Ball direkt auf rechts legt und dann Repol mit einem strammen Schuss aus 16 Metern überwindet. Verdiente Führung nach einer halben Stunde für den FC Bayern. Jetzt muss mehr kommen von den Gästen und es kommt mehr. Nur 3 Minuten später gibt Greve den Ball nach rechts zu Siems, ihre Flanke. Aber landet genau in den Armen von FCB-Keeperin Groß. Noch strahlt Leverkusen hier überhaupt keine Gefahr aus. Ganz anders die Münchnerinnen. 36. Minute. Tainara für Lea Schüller. Direkt genommen diese Hereingabe. Aber Repol ist zur Stelle und klärt den Ball zur Ecke, die dann nichts einbringt. Dennoch die Gastgeberinnen näher dran am 2:0 als Leverkusen am Ausgleich. Und München bleibt die aktivere Mannschaft auf dem Weg nach vorne. Das ist Lohmann mit der Hacke für Lea Schüller. Aber den Ball verzieht sie komplett. Da war viel mehr drin für den FC Bayern. Am Ende muss Repol hier gar nicht eingreifen. Die letzte Aktion in dieser ersten Hälfte gehört dann aber nochmal den Gästen, weil Vigos Dottir hier nicht gut klärt, direkt vor die Füße von Afawi. Abschluss ausbaufähig, damit hat Groß natürlich überhaupt keine Probleme. Direkt danach geht's in die Pause, die Bayern mit einer verdienten 1:0 Führung. Ohne Personelle, aber mit einem Ballwechsel geht's in den zweiten Durchgang und in diesen starten die Leverkusenerinnen besser rein. Gräve für Fuso, die setzt sich durch, kommt aber nicht mehr rechtzeitig an den Ball, weil Groß mitgedacht hat und rechtzeitig rauskommt. 55. Minute, Leverkusen bleibt aktiv, tolle Freistoßposition für die Gäste und den übernimmt Jill Byings. Und wie an die Latte im Nachgang, kommt niemand mehr ran. Da wäre Groß chancenlos gewesen. Super Freistoß, aber das Aluminium ist der Niederländerin im Weg. Nur kurze Zeit später dann auch Freistoß auf der anderen Seite. Für die Bayern übernimmt Caroline Simon. Und die macht es nicht ganz so gut, setzt den Ball neben den Kasten. Repol muss nicht eingreifen, ein bisschen verschenkt dieser Freistoß von Simon. Etwas mehr als eine Stunde gespielt. Die Bayern haben mittlerweile wieder die Kontrolle übernommen und suchen den Weg nach vorne. Das ist Simon. Starker Pass für Sydney Lohmann. 2:0, 62. Spielminute. Führung ausgebaut. Toller Abschluss von Sydney Lohmann. Knallt den Ball ins kurze Eck unter die Latte. Da ist nichts zu halten für Repol. Perfekt getroffen von Lohmann. Zweites Saisontor für die 22-Jährige. In der Folge verflacht die Partie ein wenig. Leverkusen schafft es nicht, für Gefahr zu sorgen und die Bayern unter Druck zu setzen. Stattdessen die Münchnerinnen nochmal mit der eingewechselten Laurent für Bühl. Und die übergibt nochmal an Georgia Stanway. Knappe Geschichte. Es fehlen die berühmten Zentimeter bei diesem Versuch aus gut 18 Metern. Mehr passiert nicht in dieser Partie. Die Bayern gewinnen souverän mit 2:0 gegen Bayer Leverkusen und überwintern damit als erster Wolfsburg-Verfolger auf Platz 2 der Tabelle. Wenn ihr keine Fußball-Highlights mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal hier, sind aktuelle Videos. Klickt da auch gerne mal rein.